unserer Ball-Challenge. Und zwar werden wir heute zusammen einmal üben, wie man einen Ball richtig fangen kann. Und zwar werden wir heute diese Aufgabe oder dieses Video in drei Teilen machen. Und von Teil zu Teil wird es ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, nach diesem Video werdet ihr stärker und besser sein im Ballfangen. Und zwar fangen wir mit der ersten Aufgabe an. Als erstes, ein bisschen zum Reinkommen, werfen wir den Ball hoch und fangen ihn auf. Ball hochwerfen und fangen. Hochwerfen, fangen. Jetzt seid ihr dran. Als nächstes werfen wir den Ball wieder hoch, fangen ihn auf. Aber jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Und zwar werfen wir den Ball hoch, klatschen und fangen wieder auf. Werfen hoch, klatschen, fangen wieder auf. Hoch, klatschen, auffangen. Versucht's mal. Als nächstes wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Und zwar werfen wir mit einer Hand den Ball hoch und mit beiden Händen fangen wir den Ball wieder auf. Das heißt, mit rechts werfen wir hoch und fangen mit beiden Händen wieder den Ball auf. Jetzt auf der anderen Seite. Linke Hand hochwerfen und auffangen. Rechte Hand hochwerfen, auffangen. Links hochwerfen, auffangen. Probiert's aus. Hat's geklappt? Sehr gut. Als nächstes kommen wir mal zum magischen Ball oder zum schwebenden Ball. Dafür dürfen wir jetzt den Ball einmal in kleinen Abständen versuchen, die ganze Zeit hochzuwerfen und zwischen den Händen immer zu links und rechts zu balancieren. Das heißt, wir sind hier und machen kleine Bewegungen. Ganz, ganz kleine Bewegungen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Das wird jetzt ein bisschen probieren. Ihr seid dran. Okay, wir haben jetzt ein kleines Codewort und zwar heißt das Handball. Merkt euch das bitte für den ersten Teil. Handball. Wir machen weiter und zwar machen wir jetzt einmal eine Aufgabe. Wir prellen den Ball auf den Boden und fangen ihn einmal auf. Prellen, fangen. Prellen, fangen. Ihr könnt auch mit beiden Händen werfen. Prellen, fangen. Prellen, fangen. Ihr seid dran. Okay, hat's geklappt? Sehr gut. Jetzt einmal mit Klatschen zwischendurch. Das heißt, wir prellen den Ball, klatschen und fangen ihn auf. Prellen, klatschen, auffangen. Prellen, klatschen, auffangen. Genau, wenn ihr möchtet, könnt ihr das auch ein bisschen schwieriger machen. Dann könnt ihr den Ball versuchen, nicht so hoch zu prellen. Das heißt, zack, klatschen und auffangen. Wenn ihr es mal einfacher haben möchtet, könnt ihr gerne hochwerfen. Mit Zeit und könnt klatschen. Versucht's mal. Okay, als nächstes setzen wir uns einmal auf den Boden. Schneller Sitz, holt die Füße nach vorne, wie ihr möchtet. Und jetzt werfen wir den Ball hoch und fangen den Ball. Das gleiche wie im Stehen, aber wie gesagt, jetzt im Sitzen. Das heißt, werfen den Ball hoch und fangen ihn auf. Wichtig ist generell, wenn der Ball mal auf den Boden fällt, macht euch da keine Gedanken, versucht es einfach die ganze Zeit weiter zu üben und nur so werdet ihr auch besser. Das heißt, den Ball hochwerfen. Und auffangen. Hochwerfen, auffangen. Wenn ihr es ein bisschen schwieriger haben möchtet, könnt ihr es gerne so machen. Ihr könnt den Ball wieder hochwerfen, klatschen, fangen. Hochwerfen, klatschen, fangen. Hochwerfen, klatschen, fangen.